Diana Hansen ist davon überzeugt, dass ihr Opa Georg im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Und es ist ihr gelungen, die Anwältin zu überzeugen, noch am selben Abend zu dem Kellerversteck zu fahren, in dem der Rentner mit zwei anderen Männern wochenlang eingesperrt war. Da, an dem Tisch, da haben wir gesessen, da haben wir gegessen. Ja, aber... Da haben wir gegessen. Ja. Da hat meine Matratze gelegen, hier habe ich geschlafen. Hm. Und hier ist unser Klo hier hinten. Da ist unser Klo. Die ist ja tot. Die ist ja tot. Guck mich noch mal drauf. Ja, aber also hier steht ein Tisch. Okay. Und da sind ein paar Stühle. Aber dass hier drei Menschen irgendwie festgehalten wurden, da sieht man doch gar nichts davon. Also Beweise sind hier nicht zu sehen. Ich bin hundertprozentig überzeugt. In dem Raum wurden wir drei festgehalten. Und meine beiden Kumpels sind von hier wieder entführt worden. Ja, also ich sehe hier nichts. Also tut mir leid. Ich weiß es. Opa, ja. Ich glaub dir das ja. Aber wenn ihr hier wirklich hierher verschleppt wurdet, dann muss es ja irgendwelche Hinweise geben. Ja. Entweder auf euch oder auf den Entführer. Meine Erinnerung da. Ist doch... Was ist das? Vielleicht ist das ein Hinweis, Frau Nachtigall? Ja, ne... Aber gut, das ist eine Dose. Ne? Diesen Fraß mussten wir essen, kalt. Ja, aber man kann ja nicht sehen, wie alt das ist. Das kann ja hier auch schon länger liegen. Hier kann ja jeder irgendwas hingeworfen haben. Nein, ich bin überzeugt. Ich kenne den Raum, ich kenne den Tisch, ich kenne die Stühle, ich kenne den Platz, wo ich geschlafen habe. Ihr haltet mich wohl alle für verrückt, was? Nein, Opa, es hält dich keiner für verrückt. Aber wir brauchen wahrscheinlich vor der Polizei wirklich ein bisschen mehr als hier zwei Dosen und einen Tisch und Stühle und eine tote Ratte. Es gibt keine Beweise für eine Entführung. Die Polizei hat hier nichts gefunden. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, als ich die beiden Herren überprüft habe, dass Herr Limbach der Vermieter von Ihnen ist. Ach. Na und? Ja. Dem gehört doch die halbe Straße. Ja, na gut. Oder denken Sie vielleicht? Ich denke gar nichts. Also im Moment denke ich noch überhaupt gar nichts. Aber es gibt auch gar kein Motiv für Ihre Entführung. Also es sei denn, Sie hätten Ihre Miete nicht bezahlt, aber... Ich habe meine Miete immer bezahlt. Das habe ich mir schon gedacht. Dieses Dreckschwein entführt meinen Opa und tut vor uns, als wisse er von nichts, lügt uns so dreckig ins Gesicht. Deshalb sollten wir da noch mal hingehen zu ihm. Und vielleicht verwickelt er sich dann wieder. Ja, meinen Sie, dass er uns dann gesteht, dass er meinen Opa entführt hat? Oder mal sehen, wir können es ja mal versuchen. Ich würde noch mal telefonieren und wir treffen uns draußen. Und dann fahren wir da noch mal hin. Ich hoffe so sehr, dass Frau Nachtigall einen Beweis dafür findet, dass dieser miese Lembach Opa und die anderen Männer entführt hat. Zuzutrauen wär ihm das ja absolut. Und dann wäre auch endlich ein für alle Mal bewiesen, dass Opa keinen an der Waffel hat, sondern geistig fit wie ein Turnschuh ist. Ich habe das Grundbuch geprüft. In Berlin kommt es häufiger vor, dass die Grundstücksangelegenheiten nicht geklärt sind. Es war also nicht herauszufinden, wer der Eigentümer dieses Hauses ist. Es kann natürlich sein, dass der Eigentümer mit dieser Entführung was zu tun hat. Aber in diese Richtung muss ich noch weiter recherchieren. Rechtsanwältin Helga Nachtigall findet es verdächtig, dass auch die anderen entführten Männer, genau wie Georg Hansen, Wohnungen bei Bernd Lehnbach gemietet haben. Am nächsten Morgen will sie daher mit Opa Georg und ihrer Mandantin den windigen Vermieter erneut zur Rede stellen. Hallo, Herr Lembach. Hallo. Ich grüße Sie. Herr Hansen, was für eine Überraschung. Da staunen Sie, was? Kommen Sie endlich, Ihre Wohnung aufzuräumen. Es wurde aber auch Zeit. Nichts werde ich räumen. Sie können mich doch nicht nach 30 Jahren aus meiner Wohnung schmeißen, weil ich nicht ausziehe, mich einfach entführen. Entführen? Ja. Sagen Sie mal, Sie haben die Wohnung gekündigt, sind einfach abgehauen. Spinnen Sie jetzt total? Was für Entführungen? Herr Lembach, Sie haben also offensichtlich einen Bärmieter, die so ein bisschen irre und wirre sind und so ein bisschen Entführung und Auszug durcheinander bringen. Kann das sein? Sagen Sie mal, wovon reden Sie eigentlich? Sind Sie jetzt schon genauso irre wie der? Ja, muss ich wohl sein. Ich hab mal so gedacht. Also die beiden Herren, die mit Herrn Hansen zusammen eingesperrt waren, die sind auch ihre Mieter. Die wohnen da um die Ecke in einem ihrer Häuser. Und das ist schon ein bisschen komisch. Und da kommt man bei den beiden dann auch auf die Idee, wenn die auch entführt wurden, dass sie was mit der Entführung zu tun haben? Also mal abgesehen davon, dass ich mit keiner dieser angesprochenen Entführung was zu tun habe. Ja, diese beiden Herren sind meine Mieter. Ja, was ist, Junge? Ah, komm her. Diese beiden Herren sind meine Mieter und überweisen jeden Monat brav ihre Miete auf das Konto. Das ist schön, da freut mich für Sie. Da kommt ja der Junior. Ja. Haben Sie denn in die Wohnung von Herrn Hansen inzwischen wieder aufgeräumt, nachdem Sie die so verwüstet haben, als Sie da gewühlt haben? Hm? Aufgeräumt? Gute Frau, ich habe Ihnen doch letztes Mal schon gesagt, ihr habt nur noch vergammelten Essen gesucht. Wir wollen doch wegen dem Alten nicht die Ratten anfassen. Ja, wegen dem Alten. Wie reden Sie eigentlich über Ihre Mieter? Das frage ich mich jetzt ernsthaft. Das ist der Lüge. Lass es gehen. Wieso? Willst du nicht mehr zurück in deine Wohnung?
Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Wenn ich hier bleibe, dann passiert nur noch was Schlimmeres hier. Jetzt will ich nicht mehr. Was ist denn los? Jetzt beruhig dich. Das ist mein Entführer. Ist was? Der Mann, der hat mich entführt. Ihr kennt ja das Stimme. Ja. Das mein, der hat im Mund das Essen und der Alkohol. Das ist der. Beruhigen Sie sich. Ja. Also, Sie fahren jetzt mit Ihrer Enkelin nach Hause, in die Wohnung. Ich werde hier bleiben und werde mich mal ein bisschen vor dem Haus aufhalten und gucken, was er macht. Er muss sich ja irgendwie um die anderen Männer kümmern. Ich rufe Sie an, wenn ich was erfahren habe. Sofort, melden Sie sich bitte gleich. Okay, gut. Danke, Frau Nachtigall. Bis dann. Lass uns gehen. Sollte das stimmen und Herr Hansen sollte sich nicht irren, dass der Sohn des Vermieters ihn entführt hat, dann stecken Vater und Sohn vielleicht unter einer Decke. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen um den Junior bemühen, denn die beiden anderen müssen dringend befreit werden und den beiden muss das Handwerk gelegt werden. Diana Hansen hat ihren Opa Georg mit zu sich nach Hause genommen, damit er sich von dem Schrecken der Entführung erholen kann. Doch ihr wird schnell klar, dass der sonst so rüstige Rentner offensichtlich mehr unter den Erlebnissen der letzten Wochen leidet, als er zugeben will. Die sind hinter mir, Diana, die sind hinter mir. Quatsch, Opa. Oder ruft die Polizei. Opa, die wissen gar nicht, wo ich wohne. Außerdem, du bist nicht alleine. Guck mal, die müssen erst mal an Tobi und mir vorbei. Das schaffen die nicht so einfach. Kannst du bleiben, solange du willst. Könnt ihr mir mal sagen, was hier los ist? Ihr lasst mich schmoren nach dem Streit. Du kümmerst dich nicht um mich und rufst mich nicht mal an. Und ihr amüsiert euch. Was ist das denn? Was soll das? Sag mal, spinnst du, Mama? Ich hab dir doch gesagt, dass ich nach Opa suchen werde, weil ich mir Sorgen um ihn gemacht habe. Und außerdem hatten Frau Nachtigall und ich recht. Opa ist nämlich nicht einfach abgehauen, sondern der wurde entführt. Entführt? Ja. Dass ich nicht lache. Wer ist denn so blöd und entführt so einen alten Mann? Christa, ich kann's ja verstehen, dass du mich hasst. Aber lass mir doch Diana. Das ist so ein liebes Kind. Ich möchte sie nicht auch noch verlieren, so wie dich. Sie auch noch verlieren. Als Mama gestorben ist, hast du dich noch nicht mal um mich gekümmert. Du hast mich nicht mal getröstet. Du hast mich nur alleine gelassen. Du hast mich immer nur abgeschoben. Könnt ihr nicht einfach mal aufhören, bitte schön, euch zu streiten? Ich stehe immer zwischen euch und das will ich nicht mehr. Ich konnte nicht. Ja, aber warum? Du warst deine Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Und wenn du mich mit deinen Augen angeschaut hast, mit deinen traurigen Augen, das hat mir das Herz gebrochen. Du hättest einen starken Vater gebraucht. Ich war ein Schwächling. Gibst du mir noch eine Chance und verzeihe mir bitte. Ach, Papa. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell kann in den all den Jahren, aber ich bin auch froh, dass du jetzt eigentlich gesund bist, dass du noch lebst und dass wir... Vielleicht ist das jetzt ein Anfang, wo wir ein Vater-Tochter-Verhältnis anfangen können. Das wäre ja schön. Ich will jetzt nie wieder Streit hier hören, ja? Ach, Christa. Ach, ich bin ja so glücklich mit meinen beiden Mädels hier. Oh, das war jetzt echt ein toller Anfang. Ich hoffe wirklich, dass die beiden das hinkriegen, bis zu meiner Hochzeit so richtig Vater-Tochter-mäßig auszubauen. Und wenn nicht, dann setze ich da die Frau Nachtigall zwischen. Die richtet das bestimmt. Nee, aber nochmal zu meinem Führer. Der muss echt gefasst werden. Wir haben hier ansonsten keine ruhige Minute. Rechtsanwältin Helga Nachtigall ist ihrem Instinkt gefolgt und hat den verdächtigen Sohn des Vermieters Sebastian Lehmbach die ganze Nacht beschattet. Nachdem der junge Mann im Haus seines Vaters übernachtet hat, folgt ihm die Anwältin am nächsten Morgen zu seinem Einfamilienhaus. Hallo, ist gerade ungünstig, aber was gibt's? Schnell. Ja? Ja, das ist in Ordnung. Und weiter, was noch? Ja, gut, da haben Sie mir jetzt sehr geholfen. Ja, okay, vielen Dank. Ich muss jetzt los. Tschüss. Was macht der da? Ich habe einen Anruf erhalten und habe erfahren, dass Sebastian Lembach in dem Industriekomplex angestellt war, zu dem uns Georg Hansen dann in den Keller geführt hat. Und damit ist klar, dass eine Verbindung bestehen muss zwischen Familie Lembach und diesem Keller. Haha, Fuselschnaps, Zigaretten, Brot, aha. Hallo, Herr Lembach, schön, Sie zu sehen. Was fummeln Sie denn da Schönes?
Was wollen Sie denn hier? Das ist Hausfriedensbruch. Verschwinden Sie hier. Ja, ich gehe gleich raus. Jetzt ist es kein Hausfriedensbruch mehr. So, und? Zigaretten, Schnaps und was an Brot für die Herren, die Sie eingesperrt haben, so wie Herr Hansen das erzählt hat? Ich glaube, weil ich zur Party und meinen Kumpels brauche, geht Sie wohl einen Scheißdreck an. Party? Laden Sie mich zu der Party bitte ein? Ist das eine Kellerparty? Ich meine, die brauchen ja die Decken sicherlich für den kalten Keller. Und da hört man ja nichts, wenn es laut ist. Kann ich auch kommen? Und sind Ihre Gäste vielleicht Herr Krombach und Herr Garner? Kann das sein? Ich sage es Ihnen zum letzten Mal, verschwinden Sie. Warum soll ich denn verschwinden? Keine Sorge. Also, das wird jetzt noch eine lustige Sache. Haben Sie die hier im Keller versteckt, die Herren? Nachdem, Herr... Sie können mich mal. Verschwinden Sie. Ich verschwinde gar nicht. Aber wenn Sie verschwinden, das wäre schön, bringen Sie Ihren Vater gleich mit. Dann kann ich nämlich inzwischen im Haus ein bisschen suchen. Machen Sie es gut. Tschüss. Na, nun kommt mal. Inzwischen sind ja alle tot hier. Hallo? Ja, hier ist Rechtsanwältin Nachtigall. Ich grüße Sie. Hallo? Ja, ich komme von der anderen Seite erstmal. Moment! Wir sind im Keller! Ja, ich komme! Ist zu. Ja, gleich, Moment noch! Gottes Willen. Hoffentlich geht's denen gut. Ich komme, Moment. Ach, hallo. Sind Sie das, Herr Krombacher Garner? Ja, wir sind hier. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Sie sind da. Wir haben gedacht, wir müssen diesen Dreckloch hier verrecken. Nein, ich habe die Polizei schon gerufen, die sind gleich da. Nun holen Sie uns aber schnell raus, ja, bevor er wiederkommt. Die Polizei ist schon da. Hallo, geht's Ihnen gut? Polizei ist da, wir kommen. Wir kommen sofort. Alles wird gut. Ich hab's. Ja, wunderbar. Sie sind da. Wilma, wie ihr tut, aber helft den Wilhelm. Ja, machen wir. Den Wilhelm ist sehr dreckig. Der setzt mal wieder mit Händen. Hallo. Haben Sie keine Angst, haben Sie keine Angst. Die Polizei. Alles wird gut. Alles gut. Geht's Ihnen gut? Nee, hol mal den Rettungswagen, okay? Schlecht. Die Aufregung. Machen Sie sich keine Sorgen. Jetzt sind wir ja da, okay? Also, das war jetzt aber sehr knapp. Und ich hoffe sehr, dass die beiden doch wieder zu Kräften kommen und keine gesundheitlichen Schäden davontragen. Aber der Sebastian Lembach, der kann sich jetzt hier nicht mehr rausreden. Schließlich haben wir die beiden Männer in seinem Keller gefunden. Und was noch nicht klar ist, ist das Motiv. Was das eigentlich sollte, kann ich nicht verstehen. Das werden wir sehen. Diana Hansen hat Wochen nach ihrem Opa gesucht, der entführt worden war und sich schließlich von seinen Peinigern befreien konnte. Die beiden anderen Opfer der Entführer konnten nur durch den Einsatz von Rechtsanwältin Helga Nachtigall befreit werden und müssen noch ein paar Tage im Krankenhaus verbringen. Kein Web. Keine Verbindung zum Internet. Hallo! Geh euch! Ihr alten Strolke, ihr! Oh, Mensch, das ist ja klasse. Guck mal, wie hungert der noch aus. Mensch, komm mal! Mein lieber Mann, ich hab euch vom Tode errettet. Ja, du hast uns irgendwie... Ja, nur ich war ein bisschen schneller wie ihr, ne? ...bei der Polizei verpetzt, dass ihr uns rausholen konnte. Ja. Das ist klasse. Sind die nicht lustig? Sind die nicht niedlich, die zwei hier? Und wer ist die? Die ist auch lustig, die gefällt mir. Jetzt sind wir gar nicht zugetraut, das ist meine Enkelin. Von der du immer erzählt hast. Ja. Das ist ja schön, dass die uns besucht. Was, Ludwig? Ja. Na, hoffentlich kennt die sich mit der Technik aus. Hab ich der Schwester Beate aus dem Kreuz geleiert. Das ist so ein moderner Kleincomputer. Da kann man ins Internet, auch vom Bett aus. Aber wir packen das irgendwie nicht so richtig. Aber erstmal gut, dass wir ihn haben. Mit viel Charme haben wir das geschafft. Ich merke schon, euch geht's ganz gut hier, euch beiden hier, wa? Ja, wie man's nimmt. Wir sind ja hier sicher bald wieder raus. Hm. Aber wo bleiben wir dann, Ludwig? Ja, auf der Straße. Nein, die Wohnungskündigung ist nichtig, hat meine Anwältin gesagt. Oh. Der Lembach und sein Sohn haben nämlich gestanden. Das hört sich gut an. Aber was nützt das? Jungs, ich habe eine Idee. Na was?
Wir suchen uns zusammen eine Wohnung. Drei alte Herren. Ja. Gegen den Rest der Welt. Ich glaube, meine Entscheidung, eine WG für uns drei zu finden und zu suchen, ist richtig. Wir werden viel Spaß haben. Ja. Gell? Auf jeden Fall. Ja, und du bist entlastet gleichzeitig. Brauchst dir keine Sorgen, um mich zu machen. Ich habe ja noch zwei Kumpels. Diana Hansen ist überglücklich, dass endlich der Tag ihrer Hochzeit gekommen ist und sie wie geplant von ihrem Opa Georg zum Altar geführt wird. Für sie erfüllt sich damit ein Herzenswunsch, der dank der Hilfe ihrer Rechtsanwältin Helga Nachtigall in Erfüllung gehen konnte. Ich übergebe sie dir damit, ja? Mach sie glücklich. Liebes Brautpaar, liebe Familie, liebe Freunde, Moment. Liebe Gemeinde. Ich möchte was sagen. Diana, Tobi, Christa. In den letzten Wochen habe ich kennengelernt, dass Vertrauen, Liebe und Ehrlichkeit das Wichtigste ist in einer Familie. Geht aufeinander zu, hört zu und kämpft um eure Liebe. Denn das hat Diana für mich auch getan. Ich liebe dich so sehr, Opa. Ach, ja. Liebes Brautpaar, ihr seid vor Gott getreten, um den Bund der Ehe zu schließen. Ich frage Sie, Tobi Wilberts, sind Sie willens, Diana Hansen zur Ehefrau zu nehmen? Ja, ich will. Ich frage Sie, Diana Hansen, sind Sie willens, Tobi Wilberts zum Ehemann zu nehmen? Ja, ich will. So erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Heute ist der allerschönste Tag meines Lebens. Nicht nur, dass Opa wieder aufgetaucht ist, er hat sich endlich auch mit Mama versöhnt. Ohne Frau Nachtigall hätten wir das nie geschafft. Und jetzt wird gefeiert. Ich wünsche dem Brautpaar alles erdenklich Gute und ich hoffe sehr, dass Opa Georg noch lange Zeit mit seiner Familie gemeinsam verbringen kann. Was unsere beiden Entführer betrifft, die haben jeweils 4,5 Jahre Haftstrafe bekommen und die können jetzt mal ausprobieren, wie sich das so anfühlt, wenn man eingesperrt ist. Dank der couragierten Ermittlungsarbeit von Anwältin Helga Nachtigall hat Familie Hansen wieder zueinander gefunden und Diana konnte ihre Traumhochzeit feiern.